Hallo, mein Name ist Michael Torbock und ich arbeite für den Prinect Service. In diesem Video möchte ich Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten vorstellen, mit deren Hilfe Sie in den Online-Hilfen Informationen finden können. Die Online-Hilfe rufen Sie entweder über das Hilfemenü oder durch Drücken der Taste F1 auf. In vielen Fällen sind die Hilfen kontextsensitiv. Das heißt, dass sich sofort die Hilfeseite zu dem Bereich der Applikation öffnet, aus dem Sie die Hilfe aufrufen. Ist kein kontextsensitiver Einsprung möglich, wird die Startseite angezeigt. Im Inhaltsverzeichnis wird die Stelle markiert, an der Sie sich gerade in der Hilfe befinden. Die Größe des Hilfefensters ist abhängig von der Applikation, aus der Sie die Hilfe aufgerufen haben. Durch die responsive Gestaltung der Hilfe passt sich der Inhalt des Fensters an die Fenstergröße an. Hierfür werden die Bedienelemente der Hilfe minimiert, damit immer möglichst viel vom eigentlichen Inhalt lesbar ist. Bei sehr kleinen Hilfefenstern können Sie die Bedienelemente der Hilfe über den von Internetseiten bekannten sogenannten Burger-Button ein- und ausblenden. Möchten Sie dann das vollständige Inhaltsverzeichnis angezeigt bekommen, klicken Sie auf das Symbol vor dem oberen Eintrag. Dadurch wechseln Sie in die nächsthöhere Ebene des Inhaltsverzeichnisses. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie auch einen Link, mit dem Sie auf die Startseite des Prinect Know-How Servers gelangen. Hier finden Sie alle Prinect Online-Hilfen in verschiedenen Versionen, alle Videotutorials sowie PDF-Dateien mit Grundlagen und Workflow-Informationen. Durch Klicken auf die Vor- und Zurück-Buttons können Sie seitenweise durch die Hilfe blättern. Standardmäßig bietet jede Hilfe die Möglichkeit, wie in einem Buch zwischen Inhaltsverzeichnis, Index und Glossar zu wechseln. Im thematisch geordneten Inhaltsverzeichnis öffnen Sie einzelne Themenbereiche durch Klicken auf den Plus-Button. Durch erneutes Klicken wird der Themenbereich wieder zugeklappt. Im Abschnitt Video-Tutorials bieten wir Ihnen kurze Filme, die anschaulich einzelne Funktionen oder Workflows zeigen. Sie starten das Video durch Klicken auf den Link oder das Vorschaubild. Im Index finden Sie ein alphabetisch sortiertes Stichwortverzeichnis. Sie können durch das Stichwortverzeichnis scrollen oder einen Begriff oder Teilbegriff in das Suchfeld eingeben. Die Liste der Stichwörter reduziert sich dann automatisch auf die noch passenden Begriffe. Wenn Sie auf das gewünschte Stichwort klicken, wird die Hilfeseite mit den zugehörigen Erläuterungen angezeigt. Suchen Sie eine Erklärung zu einem bestimmten Begriff oder Fachausdruck, können Sie das Glossar verwenden. Das Glossar enthält eine Liste von Begriffen mit ihren Erläuterungen in Zusammenhang mit dem Prinect-Umfeld. Die Liste ist ebenfalls alphabetisch sortiert. Durch Klicken auf den Begriff wird im Glossar die zugehörige Erklärung eingeblendet. Auf diese Weise können Sie sich parallel zum Text Begriffserklärungen anzeigen lassen. Über das Suchfeld können Sie das Glossar filtern. Beispielsweise können Sie Begriffe auf der Textseite markieren und in das Suchfeld ziehen. Das Glossar zeigt dann nur noch die passenden Einträge an. Alternativ können Sie auch wie beim Stichwortverzeichnis einen Begriff oder Teilbegriff direkt in das Suchfeld eintippen. Über das Lupensymbol können Sie die Volltextsuche aufrufen. Bei großen Hilfefenstern ist diese Funktion zusätzlich in der Kopfzeile zu finden und immer eingeblendet. Hier können Sie die gesamte Online-Hilfe nach einem beliebigen Begriff durchsuchen. Dabei muss nicht der gesamte Begriff eingegeben werden, aber die Suche wird genauer, umso genauer Sie den Begriff definieren. Es können auch mehrere Begriffe kombiniert werden. In der linken Spalte werden Ihnen dann alle Seiten angezeigt, auf denen entsprechende Textstellen gefunden wurden. Die Fundstellen werden auf den Seiten gelb hinterlegt. Einige Online-Hilfen bieten zusätzlich eine Filterfunktion. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn es von einem Programm verschiedene Ausbaustufen gibt. Durch Auswahl des entsprechenden Filters wird das Inhaltsverzeichnis dann auf genau die Themen beschränkt, die zu Ihrer Version passen. Durch Klicken auf das Heidelberg-Icon in der Titelleiste rufen Sie immer die Startseite der Hilfe auf. Dadurch wird dann auch im Inhaltsverzeichnis wieder die Gesamtübersicht aller Themen angezeigt.